Euer Sänger Lukas schaltet sich hinzu. Wir spielen heute in Frankfurt City, haben einen fetten Bus gemietet, 45 Zuschauer. Heute geht's richtig ab. Arthur, hast du Bock? Ja, Mann, ich hab Bock. Super. Wir frühstücken jetzt und dann geht's auch gleich los. Nee, aber ich meine... Kaffee. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Das schmeckt ja fabelhaft. What's up? What's wir machen up? Heute das coole Sanna-Intro. Ein paar Feinheiten. Ihr könnt mal reinhören. Wir sind natürlich wieder pünktlich dabei, kurz vor der Show. Professionalität wird bei uns großgeschrieben. Wann müssen wir eigentlich los? Sonst machen wir ihn nicht. Max, sag mal, wann der Song rauskommt. Der Song kommt am 12. Januar raus. Schreibt euch auf, 12. Januar, ein neuer Song. Der beste Song, den wir jemals gemacht haben. Intro ist fertig. Und jetzt machen wir uns ab. So Leute, ich habe seit 3 Tagen meinen Führerschein wieder, oder 2. Scheiß Leute, danke. Oh, das darf ich nicht nochmal. Fahrstunde mit Arthur. Also als allererstes nahmen wir uns an, drücken auf die Bremse. Machen wir uns wirklich bereit. Und bevor wir losfahren, machen wir nochmal einen Schulterblick. Und dann fahren wir los. Aber mit Schulterblick. Mach mal nochmal Rücksenken im Kofferraum bitte, das liegt auf dem Bank. Ich bin schon wieder sauer. Guckt euch den Rack an. Da stecken noch alle Kabel drin. Das sollte Mittwoch schon aufgeräumt sein. Ja doch, das schaffst du. Ich glaub an dich. Mein Frieser aus. Denk an deine Ziele. Hengst. Hengst. Du geiler Hengst. Ach du Scheiße. Ah. Machen wir wie eine Maus? Wie macht denn eine Maus? Wie? Wie macht die Maus? Aus. Genau. Wie macht der Elefant? So, wir packen jetzt das Auto und dann geht's schon zum Bus und dann laden wir es ein. What's up? Klack, 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 Klapperstrauß. Fahren wir jetzt schon dahin, oder was? Ja. Ja, willst du mit mir fahren? Nee, ich fahr das Auto. Also ich hätte mal Angst in meinem Leben. Bier noch. 500 Dosen. Ja, aus Belgien. Aber Kohle haben wir auch. Yeah. Wollen wir noch? Wollen wir oder Amazon? Der Grund, warum ich klärt, den hat der Ding verfehlt. Pico, Pico, Bello. Wir gehen mal kurz hier, weil wir einfach so 30 Minuten zu früh fertig sind. Lieber zu früh zu spät. Dann holen wir ein paar Getränke noch. Ich denke, ich bin Fußballer. Ja, sie denkt, ich wäre Fußballer, aber ich bin Rockstar. Yeah. Ja, Mann. Cool. Hat ihr da was? Nicht so nah kommen. Hörst du nicht, was sie gesagt hat? Nummer 1, Beefmacher. Aber Arthur ist immer auf Nummer 1. Seid mal, wen hasst ihr am meisten aus der Band? Mach mal ein Foto. Yo, Bro, gibt's ein Bier? Mach mal ein Foto. Mann, eh Selfie. Easy! Digga, das war's jetzt. Digga, das war's jetzt. Ich bin... Rausschneiden, Mann. Doch. Alles legendäre Clips. Gib dir gleich mal legendäre Clips. Ja, wir packen jetzt gleich die Sachen ein. Die meisten sind schon da und warten jetzt auf den Bus. Jetzt geht's los! Danke, dass ihr alle mitkommt. Ne? Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ne? Willst du mal wieder nach vorne raus? Nee, mir wurde mein Platz geklaut. Oh. Hello there. Das gibt schon ein bisschen Klasse, ein paar Feelings. Ich hab Abi. Nick, willst du was sagen? Ich bin... Aber jetzt weiter so auf dem Wolf? Ja, kommt dann, damit die Kopfschmerzen weggehen. Ja, Woche, Zeitstunde. Jo Leute, wir machen gerade Pause hier. Alle gehen pissen und rauchen. Ich auch natürlich. Und ja, wir fahren jetzt weiter nach Frankfurt. Ja, Mann. Das ist der Content. Scheiße. Wer jetzt wird aufgesattelt? Jetzt gehen alle rein. Geh rein. Stadt 6, heute schon massiert. So Leute, wir machen ein Interview im Bus. Und zwar fragen wir die Leute, wenn die einen Tag ein Bandmitglied sein könnten, wen würden die von uns nehmen? Die erste Person sitzt schon hier. Oder ohne. Ich wäre gerne der Arthur, weil der Arthur der beste Säufer ist. Das und warum? Warum? Weil du ganz sauber bist. Ah, danke schön, danke. Geht's halt? Auf jeden Fall MC Max Göbel, weil der Fresheste ist. Und was denkst du, was er den ganzen Tag macht? Chillen. Okay. Da muss ich kurz überlegen. Also ja, Michael Myers kommt ja in den Fortnite. Ich glaube, ich würde Max nehmen. Max? Und warum? Da kann ich im Pool chillen, Mann. Da kann ich zu Hause ein bisschen Gitarre spielen. Gitarre ist das Geilste, Mann. Ja, okay. E-Gitarre ist gut. Auf jeden Fall Marcel. Warum Marcel? Ah, mit dem Basscut, das ist einfach mega geil. Also cool aus, als Frau würde ich den auch sofort nehmen. Arthur, ich bin immer Arthur. Egal bei was, ich Arthur. Und warum? Weil ich liebe. Ich wäre gerne Arthur, weil er kriegt alle Bitches.
Und warum? Weil er geil ist. Ich wäre Max, ganz klar. Max, und ja, warum? Weil Max einfach auf Eiern unbeschreiblich einen schlechten Humor hat. Boah, keine Ahnung. Ja, sagt jemand. Keine Ahnung. Maso? Ja. Und warum so? Weil der geil ist. Weil der geil ist. Und du? Ich habe zwei Entscheidungen. Wir haben den Thomas, Jawline so scharf wie ein Messer. Okay. Oder Marcel, den Maso. Das ist halt Maso. Die Leute reden halt wirklich hier rein. Ich glaube, ich würde Marcel nehmen, weil ich dann genauso gut Schlagzeug spielen könnte. Also spielst du Schlagzeug? Versuch. Du versuchst. Ich das, weil der Junge ist ein bildhübscher Mann und hat eine enges gleiche Stimme. Wenn du für einen Tag ein Bandmitglied sein könntest, wen würdest du von uns nehmen? Und warum? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde Max nehmen. Warum? Ich glaube, zum als Gitarrist ist schon cool. Ja? Ja, weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Oh ja, ist auch cool. Danke dir. Wen würdest du nehmen? Ja, mein Bruder. Wer ist das? Der Lukas. Ja, weil er der Sänger ist. Ja, und warum würdest du den Sänger nehmen? Ja, weil ich meinen Bruder cool finde. Der hat eine Engelstimme. Eine Engelstimme? Ja. Danke dir. Danke. Jetzt kurz mein Handy laden. Das war deins. Nein, das war meins. Nein, ich hab doch hier... Ich würde den lieben Max Göbel nehmen. Warum? Der hat den besten Style, er ist der fresheste und der ist ein geiler Typ. Danke dir. Wen würdest du nehmen? Ich wäre gerne der Manager, um euch richtig den Arsch zu drehen. Ein Manager? Manager. Manager, okay. Damit es richtig rund geht. Damit es endlich mal weitergeht. Ja. Ich wäre, glaube ich, der Tontechniker. Da! Ich hoffe, ihr seid ready. Gleich ist Showtime. Ich hoffe, wir sind gleich da. Und Jonah. Max, wo sind wir gerade? In Frankfurt City. Wir steigen jetzt aus. Und dann geht's weiter, ne? Aber schmeckt's ja eigentlich nicht. Sehr geil. Kacke, schmeckt das Bier? 10 Ja, gut, dass du auch Films rollst. Von 1 bis 10 ist auf jeden Fall ein minus 1, aber es schmeckt. Pass auf, die roten Dinger können rausfallen. Wir sind in Frankfurt angekommen. Hier gleich ist auch schon der Laden und haben alle mega Bock. Busfahrt hat Spaß gemacht. Sehr witzig. Und Frankfurt sehr gut drauf. Hier. Da spielen wir nachher. Hier ist so eine kleine Bar und so. Ach, wie läuft's? Geht's dir? Hast du Bock? Ja, ich hab eine Schraube verloren. Dankeschön. Leute, komm. Yo, wir haben Soundcheck hier. Ja, wir wollen uns den wünschen. Wir haben gerade Soundcheck fertig gemacht. Und jetzt wollen wir ein paar coole Fotos machen. Wir laufen mal durch die Stadt und suchen was zu essen. Geil. Lecker. Das schmeckt ja fabelhaft. Oh, wie Bolten. Ey, der geht gleich wieder Alarm. Wie ist der Backstage, Jungs? Also hier würde ich gerne leben. Das ist hier. Das sieht schön fast wie mein Schlafzimmer aus. Wir sitzen hier rum, warten, bis wir spielen können. Wir spielen wahrscheinlich erst als letztes, also dauert noch 1,5 Stunden mindestens, denke ich mal. Haben bei anderen gehört. Ah, da wollen wir auch nicht die ganze Zeit mithören. Wir freuen uns, ne? Lass mal kurz da rein, oder? Ein bisschen Energie sammeln. Und Salto, komm! Sechste! Also kann ich nicht. Ah, ich glaube, du kannst. Auf den Tisch und zack, ja! Tippen solche Lappen in diesen Club reinkommen und draußen tanzen. Ist ja, so, wir. Willst du auch was? Sidechest. Ey, kannst du mir das noch öffnen? Ja. Jetzt müssen wir mal in einen entspannten Zustand gehen. Das ist ein Video. Das ja, geht nicht. Wo ist mein Blechdrum? Hey. In einer halben Stunde ist. Echt? Showtime. Ja, denk ich mal. Hab ich jetzt einfach mal so gesagt. Frankfurt! Seid ihr ready? Okay, Fans, wir reichen. Sonne Music! Auf die Save me, so I'm safe. There's something.
haben den zweiten Platz gemacht. Danke an alle, die da waren. Ciao, war mega. Das war geil. Gut leiden uns zweiter Platz. Aber wir sind trotzdem weitergekommen. Und es hat uns mega Bock gemacht. Und auch. Wir landen dann fertig ein und fahren noch schnell zurück.